Das ist in der Tat ein sehr merkwürdiger Turm. Hier überquert der Weg mehrere solche Schluchten. So, wieder auf dem Weg. So sieht mein Hut aus. Jedenfalls der Stadtrand. Auch wenn man das nicht sieht, anhand der Rillen, die das Wasser ausgewaschen hat, erahnt man, dass es hier bergab stark absteigt.
Es hat ein bisschen geregnet. Und ich bin genau in dem Moment auf so ein Kinderwaldhaus vorbeigekommen und hat unter dem Dach eine kleine Pause gemacht. So, die letzten 2 Kilometer. Ein einziger nach oben. Manchmal steiler, manchmal weniger steil. Diese Strecke ist besonders steil. Aber jetzt ist das Ende zu sehen. Teil liegt Nebel, oben ist sonnig. Ich bin durchgeschwitzt und muss gleich ausziehen. Meine Pullover. Heute Morgen stieg ich auf diesen Berg und da geht es wieder runter und jetzt geht es wieder auf. Was sind das für dicke Viecher? Eines Tages werden die noch zu Dinosaurierspuren. Vorne ist das Ziel, Welzheim, für heute, aber ich werde nicht direkt da reingehen, sondern erst eine halbe Umrundung machen und dann erst in die Ortschaft rein. Ach, ich freue mich schon auf die Dusche. Ist noch ein Kleinkastell. Echt klein.
Hier gehen wir wieder auf den Limes. Man sieht das Graben. Und der Limes an sich ist kaum noch zu erkennen, aber man ahnt das ein bisschen durch die sehr kleine Erhebung. Heute wird viel Regen vorhergesagt, deswegen habe ich auch alles schon dicht gemacht und mit Regenjacke und Regenhose an. Mal gucken, wie der Tag wird. Unten im Tal ist wieder Nebel. Heute Morgen hat schon ziemlich kräftig geregnet und nachher auch noch. Aber jetzt regnet es nicht und ich genieße das. Die Grenze zwischen Rätien und Obergermanien. Es regnet, aber nicht so stark, wie ich gefürchtet habe, sodass ich immer noch unter meinen Regensachen weiterlaufen kann. So, ich hoffe, es dauert nicht mehr sehr lange, bis ich in meine Unterkunft ankomme. Guckt euch diese Wolkenfront an. Wie schön. Und da hinten, da kam ich. Das war die Stelle, wo ich unter dem Kuhstall ein bisschen geguckt hatte, wie das Wetter sich entwickelt. Da im Tal liegt das Ziel von heute. Trepach oder Trepach, je nachdem, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ach, ich freue mich. Jetzt mache ich eine Pause, da es regnet und es ist Zeit für Pause. Hat gepasst. So, weiter geht's.
R7. Und ich denke mal, ich werde unter einen von diesen drei Torbogen Crossplay laufen. Nein, ist es nicht. Es ist eine ganz normale hobelige Unterführung.
durch Auerland läuft. Da drüben, wo die Campingwagen sind, da wollte ich ursprünglich übernachten. Aber da das Wetter für morgen genauso schlecht ist wie heute oder sogar noch schlechter, habe ich beschlossen, heute zwei Tagesetappen zurückzulegen. Dann kann ich heute Abend in mein eigenes Bett schlafen. Jetzt scheint sogar ein bisschen die Sonne. Da hinten, wo diese Pagode ist, das ist das Garten vom Ennelohe Schloss. Aber die Anlage ist umzaunt und mit einem Erdwall umgeben, sodass man auch nicht reinblicken kann. Schade darum. Ist mir auch egal. So. Komisch, dass ich mich über Sonnenstrahl freue. Eine Graureihe. Sonnenschein und Regenguss trennen sich nur eine Viertelstunde. Immerhin, der Regen kam von hinten und der Wind auch. Da ist Gunzenhausen, mein Ziel. Ich habe vorhin schon Züge gesehen. Aber ich glaube, der war in verkehrte Richtung. So. Verabschiedet mich der Limesweg dieses Jahr. Den Frieden.
何尝春去春游。